Und es geht nahtlos weiter. Denn jetzt geht es weiter mit Borussia Dortmund gegen den DSC Arminia Bielefeld. Dortmund als Gruppensieger weitergekommen in der Gruppe 3. Bielefeld aber letzter in der Gruppe 4. Und ich denke, in keinem Achtelfinale sonst sind die Vorzeichen eigentlich so klar. Und ich betone das eigentlich. In der Halle ist alles möglich. Und wir haben das schon nicht selten erlebt. Und gerade deswegen sind wir total gespannt, ob die Dortmunder jetzt ihre Form aus der Vorrunde mitnehmen oder sich die Bielefelder hier massiv steigern. Alles andere als ein Dortmunder Sieg wäre, und das sage ich hier ganz ehrlich, eine faustdicke Überraschung. Spiel ist angepfiffen. Dortmund ist gleich los. Natürlich wäre eine frühe Führung gut. Aber es ist gleich Dampf drin. Bielefeld legt hier gleich los. Und führt! Und führt mit 1:0. In den Gesichtern hier war zu erkennen. In jeder Aktion. Wir beißen, wir wollen richtig Gas geben. Torschütze war Gerrit Arndt. Nochmal die Bielefelder haben 1:0 gegen Wolfsburg in einer ganz schwachen Partie verloren. 0:3 gegen Schalke und dann eben dieses 2:9 gegen Hoffenheim. Aber jetzt kommen hier ganz anders aufs Feld. Energisch, aggressiv. Vielleicht hat dieses 2:9 ja auch einen positiven Effekt gehabt. Und die Dortmunder ungeschlagen. 5:0 gegen Hannover, 2:2 gegen Mainz und heute Morgen ein 2:1 gegen den VfB Stuttgart. So kann es gehen. Schussversuch! Ansatzlos! 1:1! Gabriel Kira-Mateng mit dem 1:1. Der Schiedsrichter hat noch eine Stelle auf dem Feld entdeckt. Und somit gibt es wieder den Einsatz für den Wischer. Auch hier der Szenenapplaus. Und jetzt geht's weiter. Also 1:1 hier zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld. Bielefeld jetzt hier mit den längeren Ballbesitzzeiten. Es spielt ja auch der Tabellenerste der Westfalenliga, Borussia Dortmund, gegen den Tabellenneunten der Landesliga. Schon ein paar Unterschiede zu erkennen.
Jetzt durchgesetzt hat der Ball, aber wieder geklärt. Guter Einroller und dann eingeschoben. Luca Kilian. Schöne Körper dazwischen gestellt. Sich dann gedreht und reingeschoben. Luca Kilian mit der Nummer 5 für den BVB zum 2:1. 5. Spielminute. Und bester Mittelstürmermanier. Und jetzt das 2:1 für den BVB. Damit erstmal die Führung. Trotzdem ist es ein enges Spiel, ein umkämpftes Spiel. Noch kein gutes Spiel. Das halten wir auch so fest. Und wieder Eckball für den BVB. Und wieder eine Standard und wieder das Tor für den BVB. Diesmal war es Tim Seckelmann. Also ein Einroller und eine Ecke. Reichen dem BVB jetzt, um in Führung zu gehen. Tim Seckelmann, Nummer 13. Das hätte man beides besser verteidigen können. Und wieder der Konter. Für den BVB. Ausspielen ruft der Trainer, aber jetzt die Bielefelder gut umgeschaltet, hinter den Ball gekommen. Und die nächste Ecke für den BVB. Wieder eine Ecke und diesmal Pfosten. Also das klappt bei den Dortmundern, die Standards. Das war gestern schon so. Nächste Chance und der Ball geht knapp links am Tor vorbei. Tim Seckelmann. Der lange Ball, der Bielefelder mit Kopf abgeschlossen, aber dann ist Michael Nemba Luyan Bula im Tor der Dortmunder zur Stelle. Gut durchgespielt, gut eingelaufen, tolles Tor, 3:2, es bleibt spannend. Es geht doch bei Arminia, Tom Fuhrmann war es, es geht doch. Und wieder wird der Wischer angefordert.
Also nur 3-2. Bielefeld bleibt im Spiel. Und gestaltet die Partie offener. Und da wäre fast das 3-2 gewesen. Der Ausgleich. Schönes Kabinettstückchen da, aber dann passt der Keeper für Bielefeld auf. Und es gibt Freistoß für den BVB. David Kopacz steht da rechts außen. Also wieder eine Standard, das heißt für den BVB wieder das Tor. Ich habe es angekündigt, Philipp Wagner diesmal. Also die Standards klappen, sie spielen sich hier nicht wirklich viel raus. Sie sind fußballerisch nicht so stark, wie schon gesehen. Aber sie sind bärenstark bei ruhenden Bällen. Und stoßen damit die Tür ins Viertelfinale. Weit auf. Wieder Freistoß für den BVB. Torschütze zum 1-0. Gerrit Arndt. Der will. Der kämpft. An sich kann man den Bielefeldern nicht vorwerfen, zu wenig gekämpft zu haben an diesem Wochenende. Der Einsatz der Wille war schon da. Beim Rekordteilnehmer alle 16 Turniere mitgemacht. Zweimal gewann die Amin. Im Jahr 2000 und 2002 gab es den Pott für die Bielefelder. Die BVB übrigens bei 12 Teilnahmen ein einziges Mal im Finale gewesen, 2007, aber noch nie gewonnen. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Kilian
geklärt, wieder gegen das Hallendach. Es ist kein Spektakel, es ist nicht das spektakuläre Achtelfinale. Es ist umkämpft, es ist intensiv. Und Arminia jetzt auch, die Köln-Variante mit dem Feldspieler im Tor. Um da noch einmal mehr Druck machen zu können. Jetzt hat die Möglichkeit nochmal. Das war eine klasse Parade vom Keeper der Dortmunder. Und eine wichtige Parade mit dem 3:4 hier, 3:20 Verschluss. Wäre das nochmal eine richtig enge Kiste geworden. Die ist es aber auch weiterhin, weil noch eben so viel Zeit ist für zwei Tore. Da haben wir schon ganz andere Dinge in der Halle gesehen. Also die Bielefelder nach wie vor im Spiel. Dann geht man jetzt auch kein Risiko mehr ein. Viele lange Bälle jetzt bei Dortmund. Gar nicht mehr zu vergleichen mit dem Fußball der Vorrunde, wo viel Bewegung drin war. Viel Dynamik auch im Angriffsspiel. Und hier wieder das Foulspiel. BVB bei 2:30 auf der Uhr. Zu vielen Chancen kommen die Arminen noch nicht. Haben mehr Ballbesitz. Natürlich jetzt die aktivere Mannschaft, aber sie kommen nicht richtig durch, weil Dortmund das leidenschaftlich verteidigt. Die Dortmunder nochmal gewechselt. 1:30 haben wir noch auf der Uhr. Nochmal Freistoß Arminia. Und wir gehen gleich in die letzten 60 Sekunden der Partie. Nochmal das Tempo-Dribbling da. Klasse gemacht, aber dann die Fußabwehr. David Kopacz da mit dem Angriff. Also Dortmund zaubert nicht, aber Dortmund wird das Viertelfinale erreichen und darum geht's. 4:2, Bielefeld hat sich 8-mal geschlagen, deutlich besser verkauft als noch in der Vorrunde. Von daher ein wenig Balsam auf die Seelen der Bielefelder Verantwortlichen. Bei noch 20 Sekunden zu spielen. Da ist kein Durchkommen. Jetzt einmal die letzte Chance, aber auch der Ball geht rüber. Wir verabschieden uns von Arminia Bielefeld, gratulieren dem BVB und sagen bis gleich zum nächsten Spiel. BVB-Formation für das Finale. Wir bedanken uns bei Arminia Bielefeld.